Weißt du, die Zusagen, die Verheißung im Neuen Testament zum Thema Gebet sind gigantisch. Ja, wir lesen für das Gebet, wenn zwei zusammenkommen, in Übereinstimmung sind und so weiter. Und immer wieder merkst du, dass einfach vom Neuen Testament, wenn ums Gebet geht, quasi kein Limit gesetzt ist. Es ist etwas, was gigantische Verheißungen beinhaltet. So, das ist aber etwas, was wir alle in unserem Leben nicht so erleben, wie es da eigentlich steht. Und das ist mein Thema heute, hungrig nach mehr, hungrig nach viel mehr, und zwar nach Gebetserhörung, nach der Herrlichkeit des Herrn, nach seinen Wirkungen, nach Heilung, Befreiung, Segen, Krafttaten und. Und da möchte ich dich auf eine kleine Reise mitnehmen, wo ich einige prophetische Worte mit dir betrachten will, die schon vor einigen Jahren unseren Dienst wirklich maßgeblich geprägt haben, wo wir also wirklich durch diese Worte in die Spur gekommen sind, dem Herrn hinterherzulaufen und zu fragen. Und das Ganze hat dann auch zu einer Broschüre geführt. Ich sage hinterher nochmal was dazu, die wir geschrieben haben. Und genau, weißt du, überall auf der Welt spricht der Herr zu seinem Volk, zu seinen Kindern, zu den Betern, ja, in den Gebetstreffen, in den Fürbittetreffen, bei den Gottesdiensten, überall in der persönlichen Zeit spricht Gott. Gott ist ein Gott, der spricht und der will mit uns kommunizieren und er gibt uns seine Impulse, seine Eindrücke, Bilder, prophetische Texte, Worte und in ganz verschiedenem, wie soll ich mal sagen, Intensität. Und das gibt einzelnen Gemeinden, Städten, Ländern oder der ganzen Welt, der ganzen Christenheit die Richtung, gibt die Vision, zeigt, wo wir hingehen, ermutigt, tröstet, leitet und informiert uns über das, was auf uns zukommt oder wie die Situation zu beurteilen ist, in der wir gerade drinstecken, damit wir uns richtig positionieren. So, dieses ist sehr, sehr, sehr wichtig. Ja, damit wir wissen, was der Herr für uns hat. Und da haben sich in den letzten Jahren, also mit zunehmender Dichte, die Sachen konkretisiert auf eine gigantische Bewegung Gottes. Nun, wenn du dir das anschaust im Natürlichen, würdest du sagen, sieht gar nicht danach aus. Sieht überhaupt nicht danach aus. Ja, ein paar Leute, weil sie so viel Druck haben, fangen mal an, nach dem Herrn zu fragen. Aber so richtig eine Bewegung Gottes, echt, wo was passiert, sieht doch gar nicht danach aus. Dennoch hat sich das so verdichtet, dass viele Christen sagen, okay, auch wenn es jetzt noch nicht so aussieht, ich glaube daran. Ich glaube, dass dramatische Umwälzungen kommen. Ich glaube, dass, egal wie die Entwicklung ist, dass der Herr eingreifen wird. Ich glaube, dass Deutschland und Europa anders aussehen werden, weil der Herr hineinkommen wird. Ja? Und diese prophetischen Zusagen, die von dieser mächtigen, übernatürlichen Bewegung Gottes sprechen, ja, da sagen sie, okay, ich nehme das. Und gleichzeitig ist da dieser Spagat. Im Natürlichen ist diese Kluft. Du siehst eben, die Gesellschaft kümmert sich doch einen kalten Kehricht um das, was Gottes Maßstäbe sind. Wir bewegen uns komplett in die andere Richtung. Ja, das, was heute politisch korrekt ist, da kannst du, ja gut, lassen wir das lieber. Ne? So. Wir befinden uns in einem Spagat zwischen dem, was die Propheten sagen und dem, was wir im Natürlichen sehen. Und das ist ein Ding, was viele, viele Christen tatsächlich, wie soll ich mal sagen, bewegt. Ja, wo sie sagen, was ist denn da los? Wie kann das denn sein? Sind die Prophetien falsch? Ist das, was ich von Gott gehört habe, falsch? Ist das falsch, was ich eigentlich empfinde im Geist? Was ist hier die Situation? Und darum soll es heute gehen. Ich habe mit mehreren Leuten über die letzten Jahre gesprochen, die so in Zweifel gekommen sind, die so ins Fragen gekommen sind, die so auch geistliche Schmerzen hatten. Ja, und da gab es natürlich ganz unterschiedliche Reaktionen. Die einen sagen, wisst ihr was, das ist alles frommes Wunschdenken, könnt ihr vergessen, ist Unsinn. Ja, religiöse Fantasien, hak's ab, ihr seid Phantasten, vergisst den ganzen Prophetiekram. Jemand, mit dem ich gesprochen habe, hat gesagt, weißt du was, ich habe 20 Jahre lang in der Gemeinde gehört, dass Erweckung kommt, ich bin jetzt ausgetreten, ich kann es nicht mehr hören. Wenn sie da ist, ja, dann gucken wir weiter. So, das ist nachvollziehbare Reaktion. Ja?
Das kann ich durchaus verstehen, weil da einfach eine Irritation kommt, weil da eine, auch ein Schmerz kommt, ja? Weil diese Zerreißprobe da ist, dieser Spagat. Ne? Und ich möchte dir einen Text vorlesen, den habe ich vor mehreren Monaten schon von einem Christen aus der Schweiz bekommen. Und der hat das so richtig auf den Punkt gebracht. Ich stehe seit langer Zeit in der Fürbitte für unsere Schweiz, für Israel und die Juden. Da ich mich sehr für Geschichte und Politik interessiere, war ich als Christ natürlich immer sehr empfänglich für Prophetie. Allerdings gehöre ich zu den zahlreichen Betern, die mit Herz und Hingabe für manche Anliegen zum Herrn riefen, die dann aber erleben mussten, dass trotz zum Teil präziser prophetischer Hinweise und Zeichen die Erfüllung ausblieb oder nach wie vor aussteht. Eine gewisse Müdigkeit, vielleicht sogar eine Spur Resignation, haben sich bei uns älteren Fürbittern schon eingestellt. Von einem geistlichen Durchbruch in der Schweiz kann nicht die Rede sein. Im Gegenteil, die Finsternis hat zugenommen. Wie sollen wir mit Prophetien umgehen, die sich nicht oder im besten Fall noch nicht erfüllt haben? Vor 30 Jahren sprach ein amerikanischer Leiter in einem Seminar in Bern von der kommenden Erweckung in Wellen, von der Zurüstung der Gläubigen. Seither haben wir das mehrmals gehört oder gelesen. Jetzt sind wir alle 30 Jahre älter. Weißt du, das kam so ganz aus dem Herzen heraus. Es ist jemand, der das ernst genommen hat, der dafür gekämpft hat, gebetet hat, der da reingegangen ist, der das geglaubt hat, der dann aber erleben musste, dass es sich so lang hinzog und hinzog und hinzog, ja? Und dieser Schmerz einfach, ja, da ist. Und da bei diesem Thema denke ich an diese hingezogene Hoffnung. Das ist ja ein Begriff, den finden wir in der Bibel. Hingezogene Hoffnung. Sprüche 13, Vers 12 heißt es, hingezogene Hoffnung macht das Herz krank. Aber ein eingetroffener Wunsch ist ein Baum des Lebens. Okay. Zum einen möchte ich dazu sagen, dass in der Regel das Hauptproblem unsere Interpretation ist. Das kenne ich aus meinem eigenen Leben. Du empfängst ein Wort vom Herrn und man hat mal so seine Vorstellung, wie das denn laufen müsste, wie das zu verstehen ist, wie sich das erfüllen muss. Ja, wir erwarten etwas, wir vermuten etwas, stellen uns etwas vor und dann kommt es eben nicht oder kommt anders. Und die Manifestation, das Hervorkommen dessen, was da verheißen ist oder was wir empfangen haben, sieht anders aus, schmeckt vielleicht ganz anders aus. Das kennen wir wirklich in unserem Leben. Ne? Und dann treten diese Fragen auch auf. Eine Sache, die wichtig ist, aber die natürlich auch nur ein Teil der Fragen beantwortet, ist, wenn du dir das vorstellst wie die Schwangerschaft. Also ein Wort zu empfangen ist nicht, dass es gleich da ist. Da muss einfach, das muss wachsen, das muss hervorkommen. Das ist vielleicht auch ein schmerzhafter Prozess, ein schwieriger und schmerzhafter Zeitraum, der zu durchschreiten ist. Irgendjemand hat mal gesagt, naja, je größer das ist, was Gott zur Geburt bringen will, desto länger dauert es eben auch. Ja? Es ist nicht etwas, was zack, sofort da ist. Und wir müssen da diesen Schritt machen, obwohl es noch nicht da ist, trotzdem am Herrn festzuhalten. In diesem Glauben einfach uns daran festzuklammern. Und ich glaube etwas, dass das eine ganz große Stärke der Christen in Mitteleuropa ist. Das ist meine feste Überzeugung. Dieses Nicht-Sehen und dennoch festhalten, dennoch glauben, dennoch, ja, daran festzuhalten. Und ich bin überzeugt, dass das etwas ist, was uns als Christen hier in Mitteleuropa seit Generationen auszeichnet. Ich werde da gleich noch was zu sagen. Hebräer 10, Vers 36 heißt es, Geduld aber habt ihr nötig, damit ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. Geduld, oh weia, das ist immer dieses Thema für uns, an Geduld trotzdem festzuhalten, geduldig zu sein, bis der Herr wirklich das tut, was er tun will. Und das können wir nur von ihm bekommen, diesen Langmut, dieses Dranbleiben, dieses in der Beziehung mit ihm festhalten, egal wie es aussieht.
Letztlich müssen wir anerkennen, dass seine Wege höher sind und dass seine Gedanken höher sind als unsere. Ne? Und ja, dennoch ist da eben diese Frage, okay, aber er hat es doch verheißen. Die Verheißung ist doch gegeben. Die Prophetie ist doch gegeben. Irgendwann muss doch was passieren. Es kann doch nicht sein, dass es einfach so weiter eiert. Ja, es muss hervorkommen. Amen. Und das ist die Wahrheit. Sonst ist es nämlich keine echte Prophetie, nicht wahr? Weißt du, eine ganz wichtige Bibelstelle für mich ist Matthäus 13, Vers 39. Da heißt es, die Ernte, aber ist die Vollendung des Zeitalters. Das heißt, zur Vollendung des Zeitalters, und nach unserer Meinung sind wir wirklich kurz davor, es zu vollenden, gibt es eine gewaltige Ernte. Die Schnitter aber sind Engel, sagt Jesus weiter. Es gibt eine ganz gewaltige Ernte und in diese Ernte sind wir dabei reinzugehen. Und diese Ernte ist etwas, was mit diesen Prophetien zu tun hat und was mit dieser Zeit, die da auch so verstreicht, zu tun hat. Wie gesagt, vor einigen Jahren, als ich mich damit beschäftigte und auch vor dem Herrn also schier die Krise gekriegt habe, weil ich gesagt habe, das kann doch nicht sein, da gibt es Prophetien von Hunderten von gewaltigen Worten Gottes, ernstzunehmende Männer und Frauen Gottes, die haben was empfangen. Und ich habe in meinem Geist gespürt, es ist die Wahrheit, es stimmt, es ist echt, es ist real. Und man hat geguckt und es blieb so, wie es war und es wurde noch blöder, als es war und es wurde noch dunkler, als es war. Und wie der Bruder hier geschrieben hat, ja, es wurde nicht besser, ja, sondern es ist noch viel finsterer geworden. Und das habe ich auch so empfunden. Und dann, in dieser Phase hat der Herr mir ein sehr eindrückliches, für mich sehr, sehr eindrückliches prophetisches Bild gezeigt. Ein richtiges Bild, eine Vision. Und ich war da drin, bewegte mich da drin und habe erst das überhaupt nicht überrissen, um was es ging. Und zum Schluss hat sich das dann für mich im Grunde genommen sehr gewaltig eröffnet. Ein prophetisches Bild, was ich dir dann gleich weitergeben will. Und ein Freund, mit dem ich damals viel beruflich zu tun hatte, heute Pastor in Frankfurt, Christian Scharnagel, der hatte dann unabhängig davon, einige Zeit später, ein gewaltiges Bild, was unmittelbar daran angeknüpft hat, direkt daran angeknüpft hat. Und diese beiden möchte ich dir einfach vorlesen, weil ich glaube, dass diese beiden Prophetien, diese beiden Visionen ganz, ganz hilfreich sind, um zu verstehen, wie das mit diesem Wirken Gottes ist und warum das noch nicht so durch ist, wie wir es gerne hätten. Warum es trotzdem wahr ist und warum wir trotzdem hoffen dürfen und warum wir trotzdem einen gewaltigen Segen Gottes und eine riesige Ernte erwarten dürfen, gerade in Deutschland und in Mitteleuropa. Für mich war das der Schlüssel und ich hoffe, dass es auch für dich etwas ist, was dir wirklich weiterhilft, zu verstehen, all das, was Gott verheißen hat, kommt hervor. Egal, wie es aussieht. Halleluja. In der Bibel gibt es eine Story, wo David in einem Kampf mit den Philistern war. Ja? Und er hat in diesem Kampf den Herrn gefragt. Und der Herr hat zu ihm gesagt, geh in den Kampf. Und danach hat David etwas sehr Bemerkenswertes gesagt. Ich lese dir das mal vor. 2. Samuel 5, Vers 18 bis 20. Die Philister besetzten die Ebene Raphaim. Da fragte David den Herrn, soll ich sie angreifen? Wirst du mir den Sieg geben? Der Herr antwortete, greif sie an. Ganz gewiss gebe ich dir den Sieg. David zog aus und besiegte die Philister. Er sagte, wie Wasser einen Damm durchbricht, hat der Herr die Reihen meiner Feinde durchbrochen. Deshalb erhielt der Ort den Namen Baal Perazim, Herr des Durchbruchs. Das ist ein Name für unseren Herrn, für Yahweh. Baal heißt einfach nur Herr. Der Herr des Durchbruchs. Der Gott, der den Durchbruch gegen diese Blockaden, gegen diese feindlichen Machenschaften, diese Mauern, diese Wälle und was auch immer schafft. Ein Durchbruch, wie Wasser, ein Durchbruch durch einen Damm.
Das war das Bild, was David hatte und was er ergriffen hat und was er gesagt hat, das ist etwas, was typisch Gott ist. Und dieser Herr des Durchbruchs, das ist das, was auch hier in diesen beiden prophetischen Visionen, die ich hier jetzt vorlesen werde, vorkommt. Dazu werde ich jetzt ein paar Bilder dir einblenden von Staumauern, damit du auch weißt, worum es da geht. Vor mir sehe ich einen kleinen, klaren und kalten Gebirgsbach zu Tal fließen. Er fließt über Steine und Felsen und schlängelt sich um Baumwurzeln herum, gluckernd bergab. Überall rundherum leuchtet es in sattem Waldesgrün. Manchmal ist der Bach von Farnen oder anderen Pflanzen geradezu überwuchert. Er wirkt wie sprudelndes, ganz natürliches Leben. Die Atmosphäre ist sehr friedlich und rein. Das Bild verfolgt den Lauf des Baches langsam auf seinem Weg bergab. Plötzlich kommt von der Seite ein Zufluss in den Bach hinein. Ein anderer Bachlauf vereinigt sich mit dem Gebirgsbach. Dieses Wasser ist völlig verdreckt. Eine schwarze Kloake, die schon nach kurzer Zeit das klare Wasser völlig verschmutzt und verunreinigt hat. Und dann in dem Bild ging ich jetzt diesen anderen schwarzen Bach hoch. Ja, das ging so richtig wie so eine Kamera, fuhr das diesen schwarzen Bachlauf hoch. Das Bild verfolgte diesen Zufluss ein kleines Stück bergauf. Nach kurzer Zeit sehe ich eine große, abstruse, schwarz verdreckte Maschinerie im Wald stehen. Aus ihr fließt dieses Wasser, diese Dreckskloake da aus. Überall sind teilweise sehr große Zahnräder zu sehen. Kessel, Dampf, Dreck, alles macht Krach. Die sich schwerfällig bewegenden Räder, Achsen, Kolben und so weiter wirken altertümlich und gespenstisch. Alles ist rostig, alles ist schmierig. Und plötzlich bemerke ich, dass auf den Teilen von dieser Maschinerie Bezeichnungen stehen. Da habe ich so ein riesiges Zahnrad gesehen, groß wie ein Wasserrad. Und da stand als Schriftzug drauf Programm. Auf anderen Teilen standen Begriffe wie Stolz, unser Werk, unser Dienst, Größe, eigene Arbeit und so weiter. Dann wurde das Bild größer, wurde wie so rausgezoomt und dann sehe ich diese ganze monströse Anlage da vor mir. Befremdlich und über allem war ein riesiges Eisenschild angebracht und auf diesem Schild stand in großen Metallbuchstaben Dinge, auf die wir stolz sein können. Das war diese Maschinerie, Dinge, auf die wir stolz sein können und es kam nur Kloake raus. Dann sehe ich wieder das verdreckte schwarze Wasser vor mir und ich verfolge, wie es weiter bergab fließt. Die Vegetation wird immer kümmerlicher, kränklicher und er stirbt dann ganz. Das Wasser wird immer dickflüssiger, schlammiger, ekelerregender und endet in einem schwarzen Morast, offensichtlich ohne Ausfluss. Dennoch sehe ich, dass Leute kommen, Menschen herankommen, um von diesem verseuchten Wasser zu trinken oder das zu schöpfen. Ja? Einige versuchen auch auf dem klaren Bachlauf hochzuklettern und dort weiter oben an das Wasser zu kommen. Aber die meisten sind mit dem Dreckwasser zufrieden. Offensichtlich reicht das Dreckwasser, um ihren größten Durst, ihren schlimmsten Durst schon zu stillen. Und ich war irritiert. Ich dachte, was ist das? Was ist das? Da ist dieses klare, schöne Wasser, aber es kommt diese Verseuchung hinein von menschlichen Werken. Und es bleibt nichts über als eine Kloake. Und das ist das, was die Leute zu trinken bekommen. Das kann es doch nicht sein. Und dann weitete sich mein Blick riesig, aber richtig, ja, ganz erheblich weitete er sich, wurde richtig, richtig, richtig groß. Und ich habe dann das ganze Tal übersehen, in dem das war. Und ich sah einen riesigen, wie so ein V-Ausschnitt, da ich ein Gebirgstal, da waren riesige Berge, ja, und ein Gebirgstal. Und da war eine Staumauer. Eine gigantische Staumauer. Nach meinem Gefühl war die viele hundert Meter hoch. Eine Staumauer. Steil ragte die empor. Und ganz, ganz, ganz unten
war ein winziger Ausfluss. Da kam Wasser raus. Das war der Gebirgsbach mit dem reinen, klaren Wasser, was da rauskam. Und ich wusste, hinter dieser Staumauer sind gigantische Wassermassen. Reines, klares, wunderbares Wasser. Halleluja. Und dann habe ich eine Stimme gehört. Der Himmel ist bereit, die Schleusen des Heiligen Geistes zu öffnen. Das war das Bild, was ich hatte und was mich wirklich, ich sehe es heute noch genauso vor mir, ja, sehr, sehr einprägsam. Wie gesagt, und der Christian, der hatte dann kurz drauf ein Bild, was exakt daran anknüpfte. Ich sah im Geist eine sehr große Staumauer, hunderte von Metern hoch, in einem V-förmigen Tal stehen. Dahinter waren sehr große Wassermassen angestaut. Dann sah ich ein riesiges Stück der Staumauer an der Oberkante abbrechen und langsam abstürzen. Das Wasser blieb aber erstaunlicherweise noch angestaut stehen und floss nicht ab. Dann brach ein weiteres großes Stück ab, aber das Wasser kam immer noch nicht. Der Herr sagte mir, das bedeutet, dass die Hindernisse beseitigt werden, damit das Wasser kommen kann. Aber es ist noch nicht ganz an der Zeit. Dann stürzten die Wassermassen in die Tiefe und der Damm wurde vollkommen zerstört. Die Dimension des Ereignisses war so groß, dass es eine gewaltige Erschütterung und lautes Geräusch gab. Millionen Tonnen von Wassermassen bewegten sich urplötzlich. Von Weitem sah alles ganz langsam aus, fast wie in Zeitlupe, weil die Dimensionen so groß waren. Darauf sah ich die Szene von einem Standpunkt weiter unten im Tal, welches leicht abschüssig war. Das Wasser ergoss sich zuerst in den ersten Teil, vorderen Teil des Tales, der von weiter unten wie ein riesiges natürliches Auffangbecken aussah. Das Wasser schoss nicht einfach in das Tal abwärts, sondern füllte erst mit großem Lärm und viel Spritzwasser dieses riesige Auffangbecken. Die Wassermassen waren derart gewaltig, dass es über diesem natürlichen Becken wieder hunderte Meter hoch in die Luft spritzte und sich wie eine Art Nebel und Wolke von Feuchtigkeit in der Luft ausbreitete. Der Wind wehte die Feuchtigkeit weit talabwärts. Die Menschen, die dort standen, realisierten das Wasser und Getöse nicht, sondern dachten, es beginne zu regnen. Doch dann schoss das Wasser in immenser Menge talabwärts. Ich sah von weiter unten aus den herankommenden Wasser entgegen. Zwischen mir und der Wasserfront sah ich in der Luft so etwas wie eine kleine fliegende dunkle Gestalt. Diese realisierte, was geschehen war, brach aufgrund des kommenden Wassers und des Geräusches in extreme Panik aus. Sie flog in großer Angst und hin und her wie ein Insekt, das nicht wusste, wohin es fliehen sollte. Darauf konnte ich im Geist in den gesamten Luftbereich hineinsehen. Er geriet in gewaltigen Aufruhr und riesiges Durcheinander. Es sah aus wie ein Heer von Insekten, die in völliger Panik durcheinander flogen, sich gegenseitig behinderten und versuchten, irgendwohin zu fliehen vor dem, was auf uns zukam. Das Größenverhältnis des Wassers und dieser Kreaturen war in etwa wie eine Zimmerwand, die auf einen Fliegenschwarm zurast. An der Stelle eine kleine Bemerkung. Das sind natürlich die dämonischen Kräfte. Das sind die Mächte der Finsternis, ja, die auf einmal merken, hier ist etwas freigesetzt, von dem sie niemals gehofft haben, dass das, oder wo sie darauf gehofft haben, dass das niemals freigesetzt wird. Auf einmal kommt etwas und extreme Panik bricht in diesen feindlichen Strukturen aus. Und dann schreibt der Christian weiter, das Wasser kam auf uns zu und überflutete mit immenser Kraft den Ort, wo ich und andere Christen standen. Obwohl die Wasserfront eine riesige Masse war und sehr schnell ankam, spülte es mich und die Menschen um mich herum nicht weg.
Es ging wie eine durchsichtige, mächtige Kraft durch uns hindurch. Aber alles andere um uns wurde radikal weggefegt. Es war wie die Druckwelle eines Tornados. Ich kann es nur so beschreiben, dass nichts, nichts in der Talumgebung irgendwie ähnlich oder gleich blieb. Dinge wirbelten durch die Luft, Häuser wurden verschoben, zum Teil umgestürzt, sogar die Landschaft wurde radikal verändert und an vielen Teilen neu geformt. Es war zerstörerisch und an manchen Stellen gleichzeitig neu erschaffend. Es war eine völlig übernatürliche Szene. Das ist auch wichtig, dass wir das verstehen. Das, was kommt, verändert die natürliche Situation. Das, was kommen wird, was der Herr freisetzen wird, wird massive Veränderungen in unserem natürlichen Leben auch bewirken. Gut, und dann der Christian weiter. Der Herr sagte zu mir, dieses Wasser wurde nicht mit meinem Willen aufgestaut. Seit Jahrhunderten staut sich in diesem Land das Wasser. Mein Volk war zu passiv, um gegen die Staumauer effektiv anzugehen. Aber in deiner Generation werde ich ein Werk tun, das die Welt noch nicht gesehen hat. Halleluja! Ich werde niederreißen und aufbauen. Du wirst Blumen blühen sehen, die andere schon sehr lange für tot erklärt haben. Du wirst Menschen wiedergeboren sehen, deren Zahl niemand zählen kann. Du wirst es selbst sehen, aber es wird nicht dein Werk sein, noch das eines Menschen oder eines Werkes oder eines Dienstes. Es ist die Hand des Allerhöchsten, die das Joch zerbricht. Halleluja. Und dann geht's weiter. Sag meinem Volk, dass es sich vorbereiten sollen. Ich weiß nicht, wie viele Dutzende von prophetischen Worten ich in den letzten Jahren gelesen habe, wo diese Aufforderung kam. Die Menschen sollen sich vorbereiten. Das Volk Gottes soll sich vorbereiten. Sie sollen sich präparieren auf das, was kommt. Und so wenige nehmen das ernst. Aber es kommt. Wir müssen uns vorbereiten auf diese gewaltige Bewegung Gottes. Sage ihnen, dass es drängt. Wer unvorbereitet vom Wasser getroffen wird, wird sehr Schaden leiden. Das sollte nicht für dich gelten. Sage ihnen, dass ich sie liebe und schätze, dass ihre Werke und Treue im Himmlischen gedacht wird. Aber unbereinigte Sünde wird keinesfalls vergessen sein. Ich will kommen und reinigen. Wer mit Sünde vom kommenden Wasser angetroffen wird, wird keine Chance haben, stehen zu bleiben. Er wird weggespült. Wer in Heiligkeit und beim Werk des Herrn von der Flut getroffen wird, wird große Ehre haben von denen, die noch kommen werden. Denn die Schar wird sehr groß sein. Halleluja. Soweit das Wort von Christian. Das hat mich sehr bewegt. Ich fand das so grandios. Das war im Grunde genommen genau die Antwort, nach der ich gesucht hatte. Ja, wo ich gesagt habe, Herr, was ist das? Es gibt eine Blockade. Es gibt eine Staumauer in diesem Bild. Es gibt etwas, was die Segnungen Gottes blockiert, abhält. Bemerkenswert. Und dann, dieses Ding wird nicht für immer bleiben. Halleluja. Es wird durch ein Eingreifen Gottes zerstört werden. Etliche Monate später hatte ich ganz unerwartet dann wieder ein Bild mit dieser Szenerie. Und ich habe wieder diese Staumauer gesehen, wie ich sie in dem ersten Bild mit diesem Gebirgsbächlein gesehen hatte. Sie war wirklich extrem hoch, richtig riesig. Nach meinem Empfinden, wie ich das gesehen habe, habe ich gedacht, Mensch, die ist über einen Kilometer ist die hoch, gefühlt. Ja? Das Tal war wie dieses scharfe V eingeschnitten. Und dann auf einmal sah ich, wie ein riesiger, riesiger Engel, hier der war mehrere hundert Meter hoch, ein riesiger Engel erschien mit einem gigantischen Schwert. Der Engel leuchtete hell. Und dann hat er sein Schwert genommen und hat das einmal so durch diese Staumauer hindurchgeführt. Der zerschnitt die von oben bis zur untersten Spitze. Aber es war nicht wie Stahl, Beton und Stein, sondern als ob der ein Stück Sahnekuchen durchschneidet. Oder ein Stück Stoff. Das war einfach nur so zack. Ja? Und dann war das wie so ein Vorhang, wo der Wind reinweht. Diese Betonmauer, die klappte so einfach auf und das Wasser kam.
das Wasser kam. Es war ein Engel, der einen kleinen Schnitt gemacht hat und auf einmal war alles freigesetzt. Das Wasser kam. Das Wasser kam in unvorstellbarer Wucht. Dann hatte ich zu einem anderen Zeitpunkt noch ein Bild. Das war ein bisschen anders, aber knüpft auch da an. Ich stand neben Jesus auf einer sehr weiten, offenen Landschaft. Nebeneinander. Und auf einmal sagte er, halt dich gut fest. Also habe ich meinen Arm um ihn gelegt und er hat seinen um mich gelegt und dann standen wir da so, zu zweit. Und dann kam am Horizont etwas, das habe ich gesehen, und zwar so weit das Auge reichte, den gesamten Horizont. Ja, also nicht nur an einer Stelle, sondern von überall, kam etwas, nämlich eine gigantische Welle. Ja, alles, was ich sehen konnte, wurde davon überspült. Die war riesig und sie war sehr schnell. Sie war hoch, sie war schnell und sie kam unaufhörlich auf uns zu. Es hat mich natürlich an einen Tsunami erinnert, aber es war viel größer. Ich dachte eher, Mensch, das ist wie so ein Sandsturm. Ich hatte Bilder gesehen von einem Sandsturm. Das ist dann wie so eine Wand, die kommt, so eine grau-braune, beige Wand. So kam das an, nur eben als Wasser. Wie eine Walze, die über das ganze Land ging. Und die nahte sich und also kurz bevor sie da war, sagte Jesus, so jetzt achte drauf, was du spürst. Und baff war sie da. Und das war etwas, was gegen mich gedrückt hat, aber gleichzeitig durch mich hindurchgegangen ist. Ja? Es donnerte durch mich hindurch. Es hat mich erschüttert, aber hat mich nicht umgeworfen. Ich blieb stehen. Und dennoch war da diese gewaltige Kraft, die wie durch mich hindurchging. Ich blieb genau stehen, wie ich war. Ja? Und war doch so ergriffen. Es brodelte. Ja? Und es strömte richtig durch mich hindurch. Diese ganze Dynamik donnerte durch meinen Körper, durch meinen Bauch, durch mein ganzes Sein. Und das ist das, was die Bibel den Strom des Heiligen Geistes nennt, vor dem kein Werk des Feindes bestehen kann. Menschlich nicht machbar und gleichzeitig nicht aufhaltbar. Ja? Jesus sagte, nein, dann hatte ich die Bibelstelle Johannes 7, Vers 38. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und Jesus sagte, das, was es heißt, bedeutet es tatsächlich. Es strömt. Es flutet, es fließt, du spürst es. Du bist ein Kanal des Segens Gottes. Das Übernatürliche fließt durch dich ins Natürliche hinein. Und diese Bilder, die haben mir so extrem geholfen, ein Verständnis dafür zu bekommen, wie es ist mit dem, was Gottes Verheißungen sind, von denen wir noch so wenig gesehen haben und die doch kommen werden. Es war extrem hilfreich. Das war der Schlüssel zum Verständnis für mich. Es ist so ein großes Wirken Gottes für Deutschland und die Nationen um uns herum verheißen. Ein gigantisches Wirken. Ja? So, und in Deutschland, wenn du dich mit der Geschichte ein bisschen beschäftigst, der Geschichte der Christenheit in Deutschland, seit über 110 Jahren haben wir totale Stagnation. Wir stehen auf der Stelle als Christen. Wirklich. Wir halten gerade den Status quo. Ja? Und dennoch sagt Gott, ey, es kommt etwas auf euch zu, das ist gigantisch. Das ist eine gewaltige Flut, nämlich eine Flut, die sich aufgestaut hat. Ein Staudamm, das ist etwas, was aufstaut, was blockiert. Aber es wächst und wächst und wächst und wächst immer mehr an. Und irgendwann einmal kommt dieser Moment, von Gott initiiert, das Ding fällt, geht auf, und gewaltige Kräfte entladen sich. Weißt du, ich bin der Überzeugung, dass die Christen der letzten Generation wirklich einen guten Job gemacht haben. Die haben gedient, die haben gebetet, die haben gefastet, die haben gerungen und sie haben in das Reich Gottes hinein investiert. Ja? Sie haben mit ganzem Herzen wirklich dem Herrn gedient, mit Treue, mit Hingabe. Ja? Mit dem, was sie an Möglichkeiten hatten. Sie haben versucht, Leute zu erreichen. Sie haben versucht, Gemeinde zu bauen. Sie haben versucht. Ja? Hunderttausende von Christen
immer wieder den Herrn gesucht, immer und immer wieder gebetet, immer um seinen Segen gebetet, Erweise von seiner Kraft und seiner Herrlichkeit gebetet, um Errettung dieser Gesellschaft, die so gefallen ist, so abgefallen ist, gebetet, ja, die Menschen um uns herum, für die Städte gebetet, für die Familien gebetet, für die Freunde gebetet, um Erweckung gebetet, um Wellen von Bekehrung gebetet, um Heilung gebetet, um die Ausgießung des Heiligen Geistes gebetet und, und. Seit Jahrzehnten und Jahrzehnten und Jahrzehnten. Und weißt du was? Die Resultate waren furchtbar gering. Sie waren ganz, ganz wenig. Bei Licht besehen war es wirklich ganz geringe Resultate. Ich habe dir hier mal eine kleine Grafik mitgebracht, zwei Säulen. Und hier auf diesem Bild siehst du den Anteil der Christen. Das eine ist hier im Jahr 1909. 1909 ist ein wichtiges Jahr, da werde ich gleich darauf eingehen. Da gab es 65 Millionen Menschen in Deutschland. Und der Anteil der Christen, die von sich behaupten, also die das von sich sagen, ich bin wiedergeboren, ich habe eine persönliche Beziehung zum Herrn, ja, also nicht Kirchenmitglieder oder sowas, sondern Christen, die sagen, ich bin wiedergeboren, ne, die das von sich sagen, das war hier zwischen um die 1,5 Millionen, plus minus ein bisschen. Und im Jahr 2019 haben wir 84 Millionen und der Anzahl von den 1,5 Millionen ist genau geblieben. Das ist, wenn ich sage, wir haben den Status gehalten. Es hat sich nichts gewaltig verbessert. In anderen Ländern hast du gigantische Entwicklungen in der Zeit gehabt. Ja? Vor allen Dingen auf der südlichen Erdhalbkugel, wo sich 30-40% teilweise der Bevölkerung bekehrt hat, und zwar richtig. Ja? So, aber wir bei uns, wir haben auf diesem Level seit, wenn du nachguckst, so in etwa 110 Jahren bewegen wir uns auf dem Level. Das ist schockierend. Aber es liegt nicht an den Christen. Es liegt nicht daran, dass nicht genug gebetet ist. Es liegt nicht daran, dass nicht genug Buße getan worden ist oder irgendwelche solche Sachen. Nein, die Leute haben wirklich hingegeben gedient. Sie haben zum Herrn geschrien. Sie haben evangelisiert. Ja? Aber dennoch ist es so. Und trotzdem, obwohl sie so wenige Resultate gesehen haben, sind sie dennoch dran geblieben. Ja? Trotzdem haben sie den Herrn weiter gesucht. Trotzdem haben sie gebetet. Trotzdem haben sie gefleht. Trotzdem haben sie zum Herrn gesagt, strecke deinen mächtigen Arm aus. Und dieses Trotzdem, dieses Dranbleiben, obwohl du so wenig siehst, das ist meiner Meinung nach eine große Stärke der deutschen Christen. Es gibt so viele Leute, die beschimpfen die deutschen Christen. Ich sage dir eins. Die haben diese Power zu sagen, egal was passiert, ich bleibe stehen, ich halte fest. Mein Glauben kann mir niemand nehmen. Wir beten trotzdem weiter, wir evangelisieren trotzdem weiter, ja, wir bleiben trotzdem weiter dran. Und wenn sich wenige bekehren, wir halten fest, wir machen weiter. Und wenn wir keine Erweckung sehen, wir beten weiter für Erweckung. Und wenn wir merken, das ganze Ding ist wie in Beton gegossen, kommt nichts mehr raus, wir halten trotzdem fest. Mein Punkt ist, dass ich wirklich glaube, und das ist nicht nur Deutschland, das ist auch nicht nur das deutschsprachige Europa, sondern das ist wirklich die Christen Europa, dass sie hingebungsvoll über Generationen gedient haben, evangelisiert haben, gespendet haben, gebetet haben, gefastet haben und so weiter. Und dennoch ist das Ergebnis so erbärmlich. Warum? Weil es eine Blockade gibt. Weil es etwas gibt, was die Segnungen und die Gebetserhörung abhält. Es gibt etwas, was im Weg steht. Und das ist eben im Bild diese Staumauer. Ja? Es ist ein unnormaler Zustand, dass so wenig geschieht, trotz allem. Aber dieser unnormale Zustand, es gibt einen Grund dafür. Und das ist diese Staumauer oder dieser Damm. Und jetzt kommt der Punkt, ich glaube nämlich, dass Gott die Gebetserhörung, die Segnung, die Versorgung, die Krafterweise, übernatürliche Dinge, Zeichen, Wunder, Heilung und so weiter in einem ganz gewaltigen Ausmaß für all die Gebete, die über mindestens 110 Jahre gesprochen worden sind, erhört hat. Er hat sie erhört. Wenn wir das Neue Testament anschauen, können wir nicht daraus schließen, dass er das Gebet nicht erhört hat, nur weil es noch nicht hervorgekommen ist. Nach meiner festen Überzeugung hat Gott die Gebete erhört.
Alles, was wir als Problem haben, ist, dass die noch nicht freigesetzt sind, dass die noch blockiert sind. Aber weißt du was? Für all diese Gebete, für all dieses Flehen, für all dieses Ringen, auch für die Nation, ja, für all das, das ist nicht einfach weg, das ist nicht einfach verpufft, das ist nicht einfach umsonst, das ist nicht einfach irgendwo im Nichts verschwunden. Nein, das wurde erhört, aber es wurde blockiert. Dem Feind gelang es, es aufzustauen. Es gelang ihm, es zu blockieren, aber es gelang ihm nicht, es zu vernichten. Und das möchte ich dir jetzt aufzeichnen, und das ist jetzt wirklich etwas herausfordernd. Hier haben wir wieder meine tolle Tafel. So, was ich dir hier, na, gut, was man hier sieht, ist, jetzt muss ich wirklich gucken, dass ich das ordentlich hinkriege hier. Es ist herausfordernd etwas. Das ist hier die Zeitachse. Also sagen wir mal, wir haben hier das Jahr 1900. Ups. 1900. Dann haben wir hier das Jahr 1909. Das ist ein bisschen besonders. Also 10, 20, 30, 40. Hier haben wir 1950. Na? 60er, 70 und so weiter. Hier haben wir 2000. Und hier hinten haben wir natürlich dann 2020 und 2021. Halleluja. Gut, die Zeitachse, auf der wir uns bewegen. So. Was ich dir hier jetzt zeigen möchte, ist etwas, wie gesagt, ich gebe jetzt hier keine Lehre über, also keine Theologie über Gebet weiter, sondern ich versuche dir einen wichtigen Aspekt zu erklären, der uns hilft, wie das mit diesen aufgestauten Gebetserhörungen ist. Ja, also bitte jetzt hier richtig einordnen und richtig verstehen. Ne? Gut. Im Jahr 1909 gab es etwas ganz Markantes in Deutschland, und das ist die sogenannte Berliner Erklärung. Berliner Erklärung. Zur Berliner Erklärung habe ich ein Videoseminar schon vor mehreren Jahren gemacht. Das findest du in dem Beschreibungstext. Unten ist der Link dazu drin, wenn dich das interessiert. Das ist ein 12-teiliges Videoseminar, wo es um dieses ganze Ding geht. Und da schreibe ich darüber, wie es vor der Berliner Erklärung in der Christenheit in Deutschland oder im deutschsprachigen Europa ausgesehen hat, was das ausgelöst hat, was der ganze Grund war und was dann auch die Folgen davon gewesen sind. Ich werde da also jetzt hier an der Stelle nicht im Detail drauf eingehen. Wenn du da weiter einsteigen möchtest, kannst du dir dieses Videoseminar natürlich von Herzen gerne anschauen. Manche haben es natürlich auch schon gesehen. Und diese Berliner Erklärung war ein markanter Einschnitt in die Geschichte der deutschen Christenheit, die natürlich seit vielen, vielen, vielen Jahrhunderten läuft. Es war ein markanter Einschnitt. Und von daher machen wir hier mal so einen Strich. Einfach um zu zeigen, ups, das war auch noch der falsche. So, um hier zu zeigen, das ist dieses 1909 soll das sein. Hier passierte etwas. Was passierte? Es gab einen Knall. Es gab einen Knall in der deutschen Christenheit. Ich persönlich vertrete die Meinung, es ist die Sünde gegen den Heiligen Geist, was da passiert ist. Andere Leute sehen das anders. Aber es gab etwas, was die Christenheit extrem geschwächt hat, geteilt hat. Sie war in zwei Lager geteilt, war nicht mehr in der Power, in der Dynamik, in der Einheit. Und innerhalb von wenigen Jahren, fast Monaten, hat sich das Gesicht der deutschen Christenheit dramatisch verändert. Ja, vorher gab es also eine Zeit von Wachstum, eine Zeit von aufblühenden Gemeinden. Die ganzen Gemeindeverbände oder sehr viele sind da gegründet worden. Da gab es die Diakonissenmutterhäuser und die ganzen sozialen Dienste und Werke, Missionsgesellschaften und so weiter. Vieles, vieles kommt aus dieser Zeit, zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts, eben bis 1909 insbesondere. Dann gab es diesen scharfen Schnitt, und nach kurzer Zeit sah die Christenheit ganz, ganz anders aus.
Und sie hat sehr schnell sehr viel an Dynamik verloren und ist dann ganz kurz drauf schon mit großer Begeisterung, mit großem Jubel, mit Hurra-Patriotismus in den Ersten Weltkrieg gegangen. Das ist das hier. Diese Phase hier ist der Erste Weltkrieg. WK1 schreiben wir mal hin. Nach dem Ersten Weltkrieg war es für die Christenheit eine saublöde Zeit. Das war die Zeit der Weimarer Republik. Da war absolutes Chaos. Es war fast anarchische Zustände. Ja, alle paar Monate wechselte der Regierungschef. Es war fürchterlich. Ne? Richtiges Chaos. Die Weimarer Republik heißt deshalb Weimarer Republik, weil die Regierung ist nach Weimar gegangen, weil in Berlin war es zu gefährlich. Es war viel zu gefährlich wegen den Umstürzen und so weiter. Deshalb sind sie nach Weimar gegangen, haben sich da im Theater getroffen. Ist übrigens auch eine prophetische Geschichte, die alles andere als lustig ist und so weiter. So, Weimarer Republik. Und irgendwann dann kam dann aus der Weimarer Republik, übrigens, eine Demokratie, die in eine Diktatur geführt hat, gab es etwas, das war die Machtübernahme der Nazis 33. Und dann gab es hier eine schwere Zeit für die Christen, das war die Nazizeit. Und dann kam die schwerste Zeit natürlich, das war der Zweite Weltkrieg. Na, das kann man kaum lesen. Weltkrieg 2. Gut, der war natürlich dann irgendwann vorbei. Dann gab es noch eine schwere Zeit, das war so diese Übergangszeit, bis sich das alles dann wieder normalisiert hatte. Und irgendwann, spätestens Mitte der 50er, begann dann das Wirtschaftswunder und so weiter. Dann kamen hier die Babyboomer, 68er und so weiter, 70er, 80er, irgendwann diese Generation X und so weiter, bis zum heutigen Tag. Ne? Gut, und was ich hier machen möchte, ist jetzt, ich möchte mal versuchen, etwas aufzuzeichnen, was ich mal sagen möchte, das Maß an Gebet, das Maß an geisterfülltem, echten, aus dem Herzen kommenden, nach dem Willen Gottes gesprochenem Gebet bei den Leuten. Versteh mich richtig, es geht hier nur um eine Darstellung. Ja, ich weiß, dass man Gebet so nicht beurteilen kann, man kann das nicht in Quantität bringen und so weiter. Bitte versteh mich richtig. Ja, so. Das Verhältnis von Gebet zu Gebetserhörung. Okay, sagen wir mal, wenn wir hier anfangen, hier, das ist das Level von Gebet. Das ist jetzt rein, nur mal hier zur Verdeutlichung, irgendwas habe ich mal angenommen. So, dann kam hier der große Knall mit 1909, ja, sehen wir gleich. Und dann kam diese Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Das ging dann hier irgendwie weiter. Und dann im Ersten Weltkrieg stieg das Level an Gebet natürlich extrem an. Sagen wir mal so. Ja? Also einfach das Menge an Gebeten, an geisterfüllten Gebeten. Nur zur Verdeutlichung. So, dann ging das weiter. Und war natürlich im Vergleich zu vorher deutlich schon steiler. Einfach wegen der schwierigen Phase in der Weimarer Republik war sehr, sehr problematisch. Die Leute haben gebetet, haben gerungen, haben den Herrn gesucht. Und dann kam der Zweite Weltkrieg. Und dann stieg das nochmal extrem an. Ja, da haben wirklich die Leute gerungen, gebetet und den Herrn massiv natürlich gesucht. Danach ließ das dann ein bisschen nach und dann kam irgendwann das Wirtschaftswunder. Und da ließ das dann schon ein bisschen, das wurde ein bisschen schwächer. Ne? Und im Laufe der Zeit, irgendwann, jetzt sagen wir mal so, stieg es wieder an durch die Gebetsbewegung und so weiter. Ich weiß, das ist nur eine kleine Skizze. Mir geht es um etwas zu verdeutlichen. Ne? Also, das Maß an Gebet, was sich sozusagen aufgestaut hat. Okay, und jetzt schauen wir uns das Maß an Gebetserhörungen, so wie ich mir das hier vorstelle. Hier zu der Zeit wurden Gebete erhört. Es gibt tolle Berichte davon, was da an Gebetserhörung war. Natürlich gab es auch einen Bereich, wo man nicht, keine Ahnung, wo noch irgendwas aufstand oder was, wo das noch nicht erhört worden war. Aber sagen wir mal, das ist das Maß von den Gebeten, die erhört worden sind. Nagel mich nicht fest, es ist nur eine Skizze. Dann kam hier dieses Ereignis 1909 und
das brach zusammen. Das ging richtig runter. Es gab auf einmal nur noch einen Bruchteil der Gebetserhörungen gegenüber vorher. Warum? Weil die Christenheit nicht mehr eins war, weil sie geteilt war, weil die Sünde gegen den Heiligen Geist da war, weil es Probleme gab. Ging also auf ein ganz, ganz anderes Level hier unten hin. Dann kam der Erste Weltkrieg, da gab es natürlich Gebetserhörungen, auch von Schutz und so weiter. Und dann ging es hier weiter. Dann ging hier, das war natürlich auch wieder hoch. Und dann hörte das wieder auf. Und dann hat sich das hier irgendwie, wie auch immer, auf irgendeinem Level gehalten. Also das ist das, wie ich mir das vorstelle hier mit dem Maß an Gebetserhörungen im Verhältnis zu den gesprochenen Gebeten. Mir geht es hier nicht um irgendwelche Gebete von irgendwem, sondern mir geht es hier um die Gebete des Volkes Gottes nach dem Willen Gottes gebetet aus dem Heiligen Geist heraus. So, das heißt, während du vorher ein Verhältnis hast, was, sagen wir mal, eine gute Mischung hatte, von, ja, von mir aus 3/4 der wirklich aus dem Geist gesprochenen Gebete wurden erhört, schmierte das ab, sorry für den Begriff, schmierte das ab durch diesen Aspekt hier und hielt sich seitdem auf diesem geringen Level. Ja, da bin ich echt von überzeugt. Ja, das Verhältnis hat sich extrem negativ entwickelt. Wir haben viele Gebete. Millionen, Milliarden von Gebeten in den letzten 110 Jahren und so weiter, allein in Deutschland. Die wurden gebetet, die wurden gesprochen, die hat der Herr gehört. Es sind kostbare Gebete seines Volkes, seiner Söhne, seiner Töchter. Die sind nicht weg, die sind nicht irgendwo im Nichts, sondern die sind aufgestaut. Wenn sie nicht erhört worden sind, sind sie dennoch da. Das ist meine persönliche Überzeugung. Das ist etwas, was für mich sehr wichtig ist. Ja? Und jetzt kommt der Punkt mit diesen dramatischen Ding mit dem Staudamm. Das möchte ich dir nämlich jetzt mal hierhin malen. Ja? Stellen wir mal uns hier irgendwie hier so vor, das hier wäre jetzt irgendwie hier, ja, ups, ich bin ja überhaupt nicht zu sehen, sorry, wäre jetzt hier irgendwie hier dieses Gebirge mit den scharfen eingeschnittenen Tal und hier oben ist der Staudamm. Das alles ist Staudamm. Dieses ganze Ding hier ist ein riesiger Staudamm, wie in dem prophetischen Bild gesehen. Ein riesiger Staudamm, hunderte von Metern hoch, vielleicht noch höher. Ja? Und da sind, um noch mal ein bisschen noch die Verhältnisse zu kriegen, sind auch hier ein paar Bäumchen. Ja, irgendwo wachsen da Bäumchen, kleine, ne? So richtiges im Gebirge. So ein Tal eben, ne? Und da ist dieser gigantische Staudamm. Und unten aus dem Staudamm gibt es ein winziges Löchchen, ganz unten. Und da kommt der Fluss raus. Dieser klitzekleine Gebirgsbach, den ich gesehen habe. Was ist das? Das ist das hier. Ja, das sind die Gebetserhörungen, das ist der Segen, das ist das Wasser, das ist die Versorgung, die der Herr schenkt. Das ist das, was hier unten im winzigen Bereich rauskommt. Aber hinter dem Staudamm hat sich all das aufgestaut. Die Gebete von Generationen, die Gebete von Tausenden, Zehntausenden, Hunderttausenden von Christen, die gesprochen haben für Erweckung, für Segen, für ihre Angehörigen, für Heilung, für was auch immer. Die haben gerungen. Ja? Und wir können nicht sagen, heute beten wir, aber die früher haben das nicht gemacht. Das ist totaler Unsinn. Die Vorväter im Glauben haben auf den Knien gelegen und für ihre Nation zum Herrn geschrien. So, und diese ganze Konstruktion hier ist für mich sehr hilfreich, um zu verstehen, hey, es gibt Grund zu einer gigantischen Hoffnung.
Erinner dich mal an die Offenbarung. Wenn wir die Offenbarung uns anschauen, in Offenbarung 5, Vers 8, gibt es folgende Szene. Da gibt es 24 Älteste. Und diese 24 Ältesten, da heißt es, sie hatten ein jeder eine Harfe und goldene Schalen voller Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Das sind Gebete der Heiligen. Das heißt, die wurden irgendwie aufbewahrt. Wie eine Substanz. Die Gebete waren nicht weg. Das war nicht irgendwie nur so gesagt und weg. Sondern das hat Substanz. Es ist etwas, was aus dem Geist Gottes herauskommt, wenn es ein geisterfülltes Gebet ist. Aus dem Geist Gottes herauskommt und zu Gott gerichtet ist. Das ist doch nicht einfach weg. Es ist etwas, was existiert. Ja? Und das ist gesammelt dort hier in diesen Schalen, hier bei diesen Ältesten. Und einige Kapitel später wird uns dann berichtet, ja, dass diese Gebete eben aufsteigen zu Gott und dass der ein Engel sie mit Räucherwerk dann auf die Erde auskippt und was für mich heißt, die Gebete werden schlagartig erhört. Ja, das finden wir in Offenbarung 8, ab Vers 4. Und da heißt es, und der Rauch des Räucherwerks stieg mit den Gebeten der Heiligen auf aus der Hand des Engels vor Gott. Und der Engel nahm das Räucherfass und füllte es von dem Feuer des Altars und warf es auf die Erde und es geschahen Donner und Stimmen und Blitze und ein Erdbeben. So, die Bibel sagt, hier gibt es Schalen, in denen die Gebete aufbewahrt werden. Und irgendwann, zu einem Zeitpunkt vom Himmel, gibt es Auswirkungen, die auf der Erde stattfinden. Und genau so stelle ich mir dieses Ding vor. Genau so stelle ich mir das vor. Ja, die Gebete sind sozusagen aufgestaut, nicht in Schalen, sondern hinter diesem Staumauer. Und irgendwann, denk an den Engel, der das Ding einfach aufgeschnitten hat, irgendwann kommt dieses riesige Level, ja, von Gebeten, die erhört worden sind, aber die noch nicht freigesetzt worden sind, kommt wie eine gewaltige Wasserwand auf uns zu. Heißt, Gebete, die seit 110 Jahren und mehr gesprochen worden sind, werden in wenigen Jahren, vielleicht in wenigen Monaten erfüllt. Ja? Halleluja. So vieles ist hier aufgestaut, aber nicht vernichtet. Der Feind hat über lange, lange Zeit das hier aufbauen können, aber es wird ihm zum Schaden sein, weil der Herr hat gesagt, das Ding wird keinen Bestand haben. Es wird vernichtet werden und Deutschland wird zu einem Staunen werden für die Welt, haben die Propheten gesagt. Der Herr sagt, die ganze Welt wird sehen, wie Deutschland die Knie vor Jesus Christus beugt. Wie denn, wenn das Ding platzt, wenn das Ding weggenommen ist, wenn diese gewaltigen Massen, Unmassen von Gebete, ich sag mal schlagartig erhört werden, dann sind alle Zeichen, alle Wunder, alles, was du überhaupt nur vorstellen kannst, ist möglich innerhalb kürzester Zeit. Und exakt das sagen die Prophetien. Exakt das sagen die Prophetien. Halleluja. So, und für mich war das etwas, wo ich gesagt habe, das ist etwas, was für mich plausibel ist. Das ist etwas, was ich verstehen kann. Das ist etwas, was ich einordnen kann. Wo ich sagen kann, ja, der Feind hatte hier einen Etappensieg. Er hat hier Böses getan. Er hat einen Etappensieg gehabt. Die Folgen, die sich daraus ergeben haben für die Nation, waren katastrophal. Aber am Ende wird der Herr zeigen, was er tun kann. Deutschland, hier in diesen Phasen, ist zweimal zum größten Schrecken für die Welt gekommen. Und die ganze Welt hat gesehen, was der Teufel tun kann, wenn er eine Nation sich ihm hingibt. Es ist der Zeitpunkt gekommen, dass die ganze Welt sieht, was Gott tun kann, wenn er eine Nation heimsucht mit seinem Geist. So, das Wasser, was hier ist, das ist das Wirken des Heiligen Geistes mit jeder Art von natürlichem und übernatürlichen Segnung Gottes. Das sind die Gnadenerweise Gottes. Ja? So, und wenn diese Blockade fällt, dann wird Mitteleuropa überflutet werden. In dem Bild von dem Christian heißt es, dass die Landschaft wurde verändert. Da blieb nichts. Es wurde neu geformt. Genauso wird es sein. Genauso wird es sein. Im Geistlichen und auch im Natürlichen. Ja? Weißt du, diese Flutwelle hier, der kann man nicht entkommen. Das war ja auch in diesem Bild, diese irre rumfliegenden, insektenartigen, dämonischen Kräfte. Voller Panik, weil sie nichts hatten, was dem sich entgegenstellen konnte.
Kein Mensch, kein Teufel kann das aufhalten, was Gott tun will. Ja, und das persönlich begeistert mich so sehr, weil das ist etwas, was ich, wie ich gestrickt bin, nachvollziehen kann, wo ich sagen kann, jawohl, das ganze Ding macht Sinn. Die Propheten haben recht. Wir haben wenig gesehen, heißt aber nicht, dass nicht ganz, ganz viel kommt. Einfach weil das aufbewahrt ist auf die letzte Zeit, nämlich die Zeit, in die wir hineingehen. Und das ist das mit diesem Kairos-Moment. Der Kairos-Moment. Weißt du, in der Heiligen Schrift begegnet uns ja immer wieder die Aussage, die Zeit ist erfüllt oder wenn die Zeit erfüllt ist. Ne? So, das heißt, der richtige Zeitpunkt ist gekommen. Das Zeitmaß ist erfüllt. Ja? Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen für Gottes Eingreifen. Und da lesen wir beispielsweise beim Kommen Jesu: Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan. Und so weiter. Als die Zeit erfüllt war, es gab einen gesetzten Zeitpunkt dafür. Wie gesagt, ähnlich wie bei einer Schwangerschaft. Irgendwann ist die Zeit gekommen, dass es zur Geburt kommen muss. Ne? Du weißt nicht den genauen Zeitpunkt, aber du weißt, es gibt einen Moment, da muss die Schwangerschaft in einen Geburtsprozess hineinkommen, wenn die Zeit erfüllt ist. In Lukas 1, Vers 57 lesen wir: Für Elisabeth aber erfüllte sich die Zeit, dass sie gebären sollte, und sie gebar einen Sohn, Johannes den Täufer. Ich bin sicher, für unsere Nation und die umliegenden Nationen gibt es einen Kairos-Moment Gottes. Es gibt einen Moment, wo sich die Zeit erfüllt haben wird. Und ich bin sehr, sehr überzeugt, der wird nicht mehr lange vor uns liegen. Es sind nur noch, ja, es ist nur noch eine ganz kurze Zeit, die vor uns ist. Wenige Jahre, vielleicht nur Monate. Ja? Und dann wird der Herr sich als das erweisen, was er ist, nämlich König der Könige und Herr der Herren. Und in Deutschland wird ihm nichts widerstehen können. Kein politisches System, kein wirtschaftliches System, kein finanzielles System, kein Mediensystem, nichts und kein religiöses System, gar nichts. Er kommt souverän als der Herr und der König und wirkt durch seinen Geist. Und das, was aufgestaut ist, wird freigesetzt in kürzester Zeit. Und die Welt wird zuschauen und staunen, wie sie hier zugeschaut hat und gestaunt hat und Kopf geschüttelt hat, was hier Moses, das aus dieser Kulturnation Deutschland, im Land der Dichter und Denker, zwei Weltkriege mit unvorstellbaren Gräueltaten und Elend sich herausentwickelt haben. Es ist Zeit, dass die Welt sieht, was der Herr tun kann, wenn er ein Land wie Deutschland berührt. Und ich möchte schließen mit einem Wort aus Habakuk, ein cooler Prophet, Habakuk 2, Vers 3. Die Weissagung wird ja noch erfüllt werden zu ihrer Zeit. Zu dem Zeitpunkt, den Gott gesetzt hat, wird sie erfüllt werden. Die Weissagung wird ja noch erfüllt werden zu ihrer Zeit und wird endlich frei an den Tag kommen und nicht trügen. Wenn sie sich auch hinzieht, so harre ihrer. Sie wird gewiss kommen und nicht ausbleiben. Wenn die Blockade fällt, wird Europa sich verändern. Es wird eine gewaltige, gigantische Flutwelle sein. Und ich freue mich auf den Tag und ich bete und hoffe und wünsche, dass du dabei bist, dass du das miterlebst und dass du jemand bist, der bereit ist, wie in dem prophetischen Wort das auch hieß, bereit gemacht ist. Er sagt, ja, es kommt irgendwann hier kommt der Termin. Es kommt der Termin, wo das Ding fällt. Und dann bin ich einer von den Menschen, die gebraucht werden, um diese Segnung zu den Menschen um mich herum weiterzugeben. Zu den Menschen, die in Not sind. Zu den Menschen, die in Bedrängnis sind. Zu den Menschen, die verzweifelt sind, weil ihre Lebensgrundlage weggenommen worden ist. Und, und. Ja? Sie werden hineinkommen und zum Segen sein. Sie werden diejenigen sein, die den Menschen die Hand reichen und sagen, komm auf den Felsen, der in Ewigkeit feststeht. Sie werden den Leuten die Hand entgegenstrecken und sagen, komm in die Arche, es ist Platz genug für alle da. Du kannst hier gerettet sein und nicht nur für dieses Leben, sondern in Zeit und Ewigkeit. Halleluja! Und das sollte für dich und mich gelten. Deshalb leben wir als deutschsprachige Menschen in einer super besonderen Situation. So viele Propheten haben über Deutschland gesprochen, weil sie gesagt haben, da ist was ganz Besonderes drin in dem Land. Irgendwas ist speziell. Und das ist das. Der Feind hat Böses geplant und der Herr wird sich mächtig, mächtig, mächtig verherrlichen. Halleluja. Halleluja.
Ich hoffe, dass dich das gesegnet hat. Ich hoffe, dass dir das ein bisschen hilft, Verständnis dafür zu haben, also nur ein Bild, ne? Aber was ein Verständnis gibt, wie sowas eingesetzt werden kann und wie wir da hineingehen können mit dem, was Gott vorbereitet hat. Es ist so hilfreich zu verstehen, hey, die prophetischen Worte sind nicht Spinnerei, nur weil ich nichts sehe, sondern sie sind real. Und noch was, die prophetischen Worte hier, wenn du dir das anguckst vom Zeitrahmen her, ja, wenn du ein prophetisches Wort hast hier von 1909 oder von 1910 oder irgendwas, oder also hier die Prophetien von William Seymour beispielsweise, Charles Fox Parham, falls du dich daran erinnerst, oder hier 1960 die große Prophetie von diesem gewaltigen Riesen, der sich erhebt, weiß ich, das waren große Zeitabstände zwischen prophetischen Worten. Aber dann, in der letzten Zeit, hat sich das immer mehr verdichtet. Ja? Ganz komprimiert. Warum? Weil Gott sagt, ey Leute, wir stehen davor. Es kommt. Und das ist etwas, was wir damals in einer kleinen Broschüre zusammengestellt haben. Diese Prophetie und auch andere Worte zu solchen Sachen mit Wasser und mit diesen kommenden Flutwellen. Und das hieß ein geistlicher Tsunami. Stimmt. War eine Broschüre, die wir, ich weiß nicht wie viel, 10.000 Mal auch verschickt haben. Und die gibt es nicht mehr in gedruckter Form, aber die kannst du dir als PDF auf unserer Webseite gerne runterladen, anschauen. Erstaunliche prophetische Worte und auch diese Prophetien im Originalton, wenn du das sehen möchtest. Und wie gesagt, für uns... Und die neue Broschüre, Gott und das deutschsprachige Europa. Ja, das ist die Nachfolgebroschüre, die kannst du bei uns natürlich bestellen. Gott und das deutschsprachige Europa hat jetzt nicht diesen Wasseraspekt, sondern da geht es mehr um Erschütterung. Und es geht um das prophetische Wort, das uns hilft, am Gebet dran zu bleiben. Absolut. Wir brauchen diese prophetischen Worte immer wieder. Also mir hilft das, weil ich sonst leicht wahrscheinlich die... weil ich leicht diesen Punkt da sonst vergessen würde oder aus den Augen verlieren würde. Und wenn die Propheten wieder mir helfen, diese Sicht zu haben, dann kann ich einfach feuriger beten. Also es gab immer Gebetserhörungen. Es gab auch in Deutschland Totenauferweckung, gewaltige Heilung, es gab gewaltige Zeichen und Wunder. Also ich achte das nicht gering. Es gab Gewaltiges, was der Herr getan hat. Nur in der Relation, war es halt völlig anders als, sagen wir mal, in anderen Ländern, vor allen Dingen auf der Südhalbkugel. Und deshalb hier dieses wirklich erstaunliche Bild. Ich bin sicher, dass ein massives Eingreifen des Herrn uns bevorsteht. Halleluja. Amen. Halleluja. Ich habe noch ein Wort, was ich dir vorlesen möchte, ein kurzes. Dann sind wir fertig. Das knüpft auch nochmal daran an, hat aber einen anderen Aspekt. Aber es ist etwas, auch was zu Herzen gehend ist. Und deshalb dachte ich mir, ich gebe es dir noch weiter. Und zwar war es, ich habe einen großen Torbogen gesehen. Einen riesig großen Torbogen, so ein bisschen wie unser Logo. Nur sehr, sehr, sehr hoch, so 150, 200 Meter hoch, ein riesiger Torbogen. Ja, da war auch rechts und links nichts daneben, da war auch keine Torflügel, und es war einfach ein offener Torbogen, der da stand. Ja, und ich konnte da durchgucken und dahinter war ein riesiger See. Riesig. Soweit ich gucken konnte, war dieser See. Ich habe gedacht, vielleicht ist auch ein Meer, ja, weil es einfach über, es war kein Ende da zu sehen. Ein riesiger See. Ne? Der lag spiegelglatt. Es war keine Wellen, es war kein Wind, es war wie ein Spiegel lag der da. Und dann wurde ich so hochgehoben im Geist und ging so durch das Tor durch und dann richtig hoch. Also Kilometer hoch. Und da war immer noch dieser riesige See zu sehen. Und das Tor wurde langsam immer kleiner da unten unter mir, ja. Und irgendwann konnte ich den ganzen See dann überblicken. Der war kreisrund, wie mit dem Zirkel gemacht. Kreisrunder See. Und da ganz klitzeklein war dieses Tor an einem Ende. Das konnte ich nur noch erahnen. Und ich guckte mir das an und dann hörte ich die Stimme des Heiligen Geistes. Und er sagte...
Das ist eine Träne Gottes über Deutschland. Das ist eine Träne Gottes über Deutschland. Und dann sehe ich nach kurzer Zeit, wie von dem, also wenn auf der einen Seite dieses Tor war, auf der anderen Seite vom See eine Bewegung ausgelöst wird. Wind aufkommt, Wellen aufkommen und eine zunehmend größer werdende Welle sich über diesen ganzen See Richtung diesem Tor bewegt. Immer höher wird, immer höher wird. Und als sie dann irgendwie dann an diesem Torbereich ankam, war die schon höher als das Tor selber. Ja? Und ich sah, wie das durchdonnerte mit einer unvorstellbaren Power und Kraft durch diesen Torbereich. Ja? Das ganze Tor in seiner ganzen Größe, da war alles, kam das Wasser richtig dadurch geschossen. Ja? So. Und ich war plötzlich genau neben dem Tor und konnte das sehen und diese Gewalt von diesem Wasser, was da kam. Ja? Und das erinnert mich an das, was hier sein wird, wenn dieser Staudamm bricht, diese Power, diese Gewalt, diese strömenden Massen von Wasser. Ja? Und dann auf einmal war ich wieder ganz oben in der Ausgangsposition. Und nach einiger Zeit sah ich, wie der Heilige Geist durch seinen Wind nochmals eine Welle auslöste. Und die war sogar noch größer und noch vielmals stärker als die Erde, die erste. Und jetzt war dieser ganze See war in Aufruhr. Eine Träne Gottes über Deutschland. Wir sollten nicht denken, dass der Herr diese Nation dem Feind einfach so zum Opfer gibt. Wir sollten nicht denken, dass die Gebete, die Generationen gesprochen haben, einfach weg sind. Wir sollten nicht denken, dass der Herr sich zurücklehnt irgendwie und sieht, wie der Feind da fröhliche Urstände macht. Ja, und Millionen und Millionen und Millionen Menschen zur Hölle fahren. Nein, der Herr hat für unsere Nation und für Mitteleuropa etwas vorbereitet, was die Welt noch nicht gesehen hat. Halleluja. Das ist das, was die Propheten sagen. Und das ist das, was wir glauben. Und das ist das, wo ich hoffe und bete, dass du das ergreifst für dich, damit du verstehst, dass diese Zeit nicht nur eine Zeit ist von Untergang und Pandemie oder sonst was, eine Zeit von Elend und Not und Finsternis, sondern eine Zeit, wo der Herr der Herren auftritt, wo Licht und Finsternis zusammenkommen und wo das Reich Gottes in Kraft und Herrlichkeit, in Erweisung von Zeichen und Wundern hervortreten wird. Und was wir brauchen jetzt, ist, dass wir sagen, Herr, strecke deine Hand aus. Das Zeichen und Wunder geschehen. Ja, gib uns Freimütigkeit, dein Wort zu verkündigen, wie es die ersten Christen getan haben. Im Namen Jesus Christus. Halleluja. Yes. Amen. Amen. Ein starkes Wort. Echt cool. Ja, wo soll das Dilemma enden? In Herrlichkeit. In Herrlichkeit. Ja. Das ist das Gleiche. Das war echt wirklich sehr... Halleluja. Bereichernd. Wir hoffen, es hat dich gesegnet und gibt dir Vision. Ja, es gibt dir Vision, daran festzuhalten, weiterzugehen. Schau dir die Broschüre an. Ja. Daraus ist übrigens auch noch ein Buch entstanden, Gott und Deutschland. Das beinhaltet das auch teilweise. Und wenn du da weiter einsteigen willst. Ja. Ansonsten wollen wir dich segnen für die kommende Zeit. Wir wollen mit dem Thema hier Gebet, auch mit dem... Laodicea, überprüfe deine Fundamente, sei jemand, der andere mitzieht, jemand, der anderen zur Hilfe wird, werde stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Das mit dem Anschub jetzt von heute Abend wollen wir in den nächsten Livestream gehen und dort werden wir Gebet haben für die Anliegen, die eingegangen sind in den letzten 3-4 Wochen. Ja. Jemand hat geschrieben, das Mosekörbchen quillt über. Ja, das stimmt. Wir wollen sehen, dass das in den Zustand Halleluja, kommt, yes. Wo es einen umgekehrt wird. Manchmal sage ich, wenn der Herr eingreift, wird er den Tisch umdrehen. Dann ist das, was da erst war, genau andersrum. Er wird immer etwas für seine Kinder tun. Immer etwas, was wir nicht so sehen, nicht so empfinden im Moment, aber wo er hinter den Kulissen arbeitet, wo er auch für unsere Kinder, für unsere Kindeskinder, für Krankheiten, für psychische Bedrängnisse, was auch immer,
Er wird unsere Gebete hören und er wird etwas für uns tun. Und das wollen wir in der nächsten Woche. Also unser Herzenswunsch ist, dass irgendwann tatsächlich dieses Mosekörbchen einfach 100% erhört wird. Dass es hier oben schwimmt. Dass es wirklich überflutet wird mit den Segnungen des Herrn. Und richtig, es ist ja ein Körbchen, Mosekörbchen ist ja ein Körbchen Wasser. Ne? Also das hat schon was damit zu tun. Also richtig. Passt schon. Ja. Ne? So, Halleluja. Wir wollen, nächsten Freitag Gebet. Du kannst noch Anliegen uns zuschicken. Wir beten da auch in der Zeit dafür, nicht nur an den Livestream-Abenden. Ja, natürlich. Aber wir wollen dich ermutigen, selber auch zu lernen, im Gebet zu stehen, dran zu bleiben. Nicht zu sagen, okay, ich habe das noch nicht gesehen. Wir haben viele Menschen, die auch geschrieben haben, ich bete schon 20 Jahre, 30 Jahre oder wie auch immer für meinen Ehepartner oder für die Kinder oder was auch immer. Trotzdem nicht aufhören. Ja. Nicht aufhören, nicht aufgeben, sondern an die Räucherschalen denken, die Gebete der Heiligen, die aufsteigen vor dem Herrn. Er sieht das und er weiß das. Und wir haben auch wieder Abendmahl. Genau. Bereite dich vor. Wir glauben, dass der Herr wirklich der Herr des Durchbruchs ist. Auch für dich, auch für deine Situation. Nicht nur für unsere Nation, sondern auch für jeden Einzelnen in seinem ganz persönlichen Leben mit seinen ganz persönlichen Anliegen. Genau. Also schick uns gerne die Anliegen. Nächsten Freitag werden wir uns da Zeit für nehmen. Ja. Halleluja. Genau. So. Segnest du die Menschen? Herr, wir segnen jeden Einzelnen, der jetzt hier diese Botschaft gehört hat. Und wir sprechen aus, dass es versiegelt ist in seinem Herzen und dass er einfach getröstet ist und dass er weiß. Nur weil Dinge im Natürlichen noch nicht zu sehen sind, heißt das noch lange nicht, dass du diese Gebete nicht erhört hast. Sondern es wird kommen, wie Habakuk gesagt hat. Es wird kommen, dass wir sehen, wie das alles freigesetzt ist. Herr, wir werden erleben, dass du die Zusagen, die du gegeben hast, auch für Gebet, dass sie kommen, dass sie freigesetzt sind. Wir werden sehen, was du gesagt hast. Die Welt wird sehen, wie Deutschland die Knie vor Jesus Christus beugt. Im Namen Jesus Christus. Und ich proklamiere, dass das im Herzen von jedem Einzelnen ist. Dass gerade in den schwierigen Phasen, in denen wir sind und in die wir weiter hineingehen, dass das etwas ist, was ihn stärkt, was ihm Bewusstsein gibt und was ihm ein Verständnis gibt, wie wir in der richtigen Weise dahin durchgehen. Denn Jesus selbst hat gesagt, wenn das anfängt zu geschehen, erhebt eure Häupter. Erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Halleluja. Yes. Halleluja. Genau. Wunderbar. Wir segnen euch und wir verabschieden uns. Jawohl. Bis zum nächsten Mal. Bis Blessings. Ciao, ciao. Shalom.